Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, unsere Energie macht leider langsam Probleme, beziehungsweise unsere Produktion. Wir haben zwar langsam wieder ein bisschen im Lager, aber es funktioniert leider nicht so wie erhofft. Und unsere Lager scheinen doch Zuwachs noch zu kriegen, aber es wird gefährlich. Der erste Generator scheint schon zu laufen, weil unsere Energie zu knapp wird. Und das ist nicht schön. Das ist echt absolut nicht schön. Jetzt laufen 4 Generatoren. Das bedeutet, dass hier unten nicht genug produziert wird gerade. Und das ist eine ganz, ganz unschöne Wahrheit. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir in Zukunft hier ein bisschen mehr bauen können, ein bisschen mehr Technik noch einbringen und das hier nochmal überholen. Auf jeden Fall wäre es schön, das zu machen. Ich würde jetzt hier nochmal schauen, dass wir zum Kippen noch ein bisschen mehr Platz kriegen. Und schauen, dass wir hier ein bisschen vor noch ein bisschen ein Plateau errichten können. Dann brauchen wir sowieso einen Kippplatz. Die anderen sind gleich auch schon wieder alle fertig. Ja, nur noch die Ecke. Dann hat das hier auch wieder durch. Haben hier auch schon wieder angefangen auszubauen. Das ist Wahnsinn. Also wir machen echt schon große Plateaus mittlerweile. Ein bisschen heavy, würde ich sagen. So, jetzt scheinen die Bagger aber wieder gut auf Kohle zu treffen. Wir müssen jetzt dann eh überlegen, wie wir hier am besten weitermachen. Dann ist Asche wieder. Ah ne, der baggert sich hier noch durch, aber der ist jetzt nicht mehr in dem Material drin, in dem wir sein müssten. Ist natürlich nicht schön. Das ist nicht schön. Geringe Lebensmittelversorgung, ja. Ich habe es bemerkt. Hier können wir das mal wegschmeißen und wir gehen hier auf Brot, bitte. Brot haben wir ja mittlerweile in der Produktion drin. Und läuft auch schon ganz gut. Jetzt ist das Lager voll schon und wir erhöhen die Produktion ja stetig weiter. Ich hoffe, dass wir dadurch jetzt schon mal was kriegen. Warum steht jetzt die Produktion wieder? Irgendwas fehlt. Holz. Das ist ungut. Haben wir alle Holzlager leer gemacht? Nee, haben wir nicht. Das eine Lager hat zum anderen Lager keine Verbindung. Deswegen. Sollen die das hier mal hinkriegen? Gibt's ja gar nicht. Machen wir hier die Tanker leer. Na, langsam schaut es aus, als ob wir echt gut hinkommen mit dem Treibstoff wieder. Ich würde gern Treibstoff hier in meiner Liste aufnehmen, um zu sehen, wie der Fortschritt ist. Wo ist Treibstoff hier unten? Kannst du mir mal die Großansicht zeigen? Vollständige Produktion war noch nie so hoch wie jetzt. Ah, das mit dem Weizen ist halt ein bisschen blöd. Was willst du machen? Das könnte noch halt richtig eklig werden.
Zwei von denen haben keinen Treibstoff mehr. Es liegt halt alles wieder an der Kohle. Und das ist eigentlich nicht das Ziel dahinter, ne? Das ist auch kein reines Kohlelager mehr. Oh, das macht's nur noch ekliger. Das macht's einfach nur noch ekliger, das Ganze. Wir haben keine Eisenvorkommen mehr. Wir haben also keine Eisenlagerung mehr. Aktuell hängen wir so ein bisschen in der Zwickmühle. Könnte man sagen. So in der kleinen, aber feinen. Und dadurch, dass jetzt das Holzliefern zum Glück beginnt, wieder die Produktion. Wird etwas funktioniert wenigstens. Von Stufe 3 haben wir jetzt mittlerweile wieder 200 auf Lager. Also das ist schon mal jetzt keine Sorge mehr. Mich würde jetzt interessieren, können wir hier Stufe 2 Forschung herstellen? Nein. Können wir das in denen herstellen? Ja, und dafür brauchen wir Flüssigstickstoff. Oh, das war das Problem. Wir brauchen mechanische Teile und Elektronikteile. Ich glaube, mechanische Teile und Elektronikteile habe ich hier, oder? Elektronik, ah, nicht mechanisch. Was ist, wenn ich hier noch ein mechanisches Teillager hinsetze? Wie ist denn da der Stand aktuell? Mechanische Teile. Oh, wenn ich die in der Liste finde. 600 auf Lager, also rein theoretisch hätten wir genug. Wenn wir da hier noch ein Lager hinsetzen, hier was abknöpfen. Und dann hier produzieren. Müsste das doch funktionieren, oder? Wie schaut es mit dem Essen aus? 21 Monate aktuell. Schnell liefern. Gut, dann kann er das jetzt produzieren anfangen. Hoffentlich. Ah ne, der wartet noch auf Wasser. Da ist aktuell unser Problem. Das Wasser, hier ist noch alles vom Wasser abhängig. Das ist relativ eklig eigentlich, wenn du es so siehst. Alles vom Wasser abhängig. Terrain too low. Kannst mich mal. Also hier könnte man rein natürlich noch einen platzieren. Schaut aus, der sagt, die haben nichts mehr, was? Achso, euer Bereich ist nicht passend dafür. Jetzt hat aber. Natürlich nicht umsonst betanken. Ihr müsst die Straße da hochbauen. Sonst haben wir ein Problem. Also jetzt eine der tiefsten Stellen. Ja, obwohl hier war es wahrscheinlich schon tiefer. Aber ist trotzdem sehr, sehr tief. Und dass wir uns noch schlängeln. Und mit der neuen Produktion jetzt hier sollten wir hoffentlich ein bisschen was extra machen. Was wir mit dem Tiefwasser machen, allerdings habe ich noch keinen Plan. Kann ich mit denen was machen? Mischer, hast du hier irgendwas, mit dem ich Tiefwasser zu Kompost. Dann kann ich es zu Kompost umwandeln, okay? Und Kompost mit Wasser zu organischem Dünger. Das wäre ja gar nicht dumm. Dann erhöhe ich hier wieder die Leistung von der Anlage. Das wäre echt nicht dumm. Und ich sehe noch was Schönes. Es schaut so aus, als ob unser Lager langsam wieder voller wird. Ich aktiviere jetzt diese Durchlaufpunkte wieder. Hoffentlich bereue ich das nicht später. Ich hoffe es zumindest.
Alle drei laufen auf voller Leistung, pumpen sich hier voll. Die letzte scheint bis jetzt nichts zu kriegen. Ah, da kommt der Dampf langsam durch. Wo schicken wir nochmal das Öl lang? Ah, Öl ist hier. Jetzt laufen's. Jetzt laufen sie wieder. Und ich hoffe, dass wir dadurch, dass wir das erhöhen, auch hier mehr aktiviert kriegen wieder. Damit die Dampfproduktion anheizen, die wieder hochfahren können und somit nicht unsere gehassten Dieselmotoren wieder benötigen. Das wäre auf jeden Fall schön, ja, schon. Langsam schaut's doch gut aus. Langsam schaut's wieder gut aus. 3400 auf Lager. Schön. Das stimmt, wir haben es echt geschafft. Das Lager ist quasi voll. Die haben doch einen Schaden. So. Zack. Sollen sie hier wieder auffüllen? Jetzt sind die nicht zum anderen Schüttpunkt gefahren. Jetzt sind die hierher gekommen, wo wir aufschütten aktuell. Ach schau, hier ist alles zugewachsen, hier ist alles grün. Können wir da nicht einfach anpflanzen? So langsam scheinen die Kohlegebiete hoffentlich auch wieder was hinzukriegen. Auf jeden Fall haben wir genug Kohle gerade wieder, dass wir alles ein bisschen befüllen können. Und es fängt sich schon wieder an zu stauen, das ist schön. Das ist richtig schön, wenn sich anfängt zu stauen, heißt es, dass wir eine hoch genug Produktion haben. Aber wenn ich mir anschaue, wie tief wir hier gebuddelt haben. Ich will irgendwann, wenn wir alles gut unter Kontrolle haben, irgendwo mir einen Punkt aussuchen, wo wir so schauen, dass wir so tief wie möglich buddeln. Und schauen, wie tief die Karte geht. Also so oder so immer ein Limit. Aber wenn du es wirklich gut planst, wie tief kommst du mit dem Spiel? Dass wir sagen, keine Ahnung, wir verwenden die Fläche hier oder, keine Ahnung, die hier und graben uns von hier nach da durch und schauen, wie tief wir kommen. Oder meinetwegen irgendwas Größeres, hier das Ding hier. Am besten wäre ja eigentlich die hier, die Kohlemine anlegen und schauen, dass wir so tief wie möglich kommen, wenn die Kohlemine fertig ist. Das wäre es eigentlich. So, also wir wissen jetzt auf jeden Fall auch, was wir mit Tierfutter anfangen können. Wir können es zu einem organischen Dünger machen, der wieder hier eingespeist wird. Ist ja eigentlich mega gut. Wir haben es quasi im Akkord produziert. Wie schaut es mit der Nahrung aus? Für die Stadt. Hier drüben nehmen wir einmal Gemüse raus und tun dann dafür Brot rein. Was liefern sie jetzt? Also Kartoffeln haben wir noch tonnenweise, wie es scheint. 17 Monate, sagen sie uns jetzt aktuell noch voraus. Aber man sieht auch, was sie wann am besten finden in dem Fall. Mal gut. Sollen sie nur noch das Ganze liefern? Oh, da kommt eine Flotte. Ich habe schon eine Vermutung, wo die hinwollen. Die wollen sich alle Brot holen. Die wollen alle ein bisschen Brot haben. Wenn die so gierig sind, müssen wir aber bald noch mehr haben, produzieren. Ey. Aber bei unseren Massen sollte das eh gut funktionieren.
Ja, langsam schaut aber echt gut aus. Schaut gut aus. Ja, es schaut schön aus. Die Tanks sind auch hier wieder voll. Die Leitungen werden langsam voll. Das kann doch nur Gutes verheißen, oder? Das kann nur Gutes verheißen. Es kann nur schön heißen. Oh, du schöne Leitung. Na, was ist denn noch voll? Jetzt steht schon in der Leitung. Oh, das wird immer besser. Jetzt steht schon hier. Oh, das wird noch viel, viel besser. Das wird richtig gut. Die Brotproduktion schafft es auch ganz gut hinzubekommen. Finde ich schön. Finde ich richtig, richtig schön. Die Kohlemine, die macht auch alles relativ schön hier langsam. Langsam schaffen sie die Ressourcen dementsprechend anzupassen. Oh, bist du schon wieder weg? Ich glaube, ich muss unser Schiff auch reparieren. Kann es sein? Na, es ist noch fahrtüchtig. Dann erforschen wir bitte den Bereich hier hinter der Ölbohrinsel. Vielleicht ist genau hinter der Ölbohrinsel noch eine Ölbohrinsel. Wer weiß es? Who knows, who knows? Was hast du für ein Problem? Zu viel Sand ist mittlerweile auf der Karte. Aha. Oh, meine Kupferproduktion steht. Das ist gar nicht gut. So, ab zur Mine. Ihr müsst wieder Kupfer produzieren. Da haben wir Glück, dass alles steht noch und alles voll ist. Weil Eisen fehlt. Weil Eisen fehlt. Weil ihr auch nichts mehr zum Graben habt. Ah, ich übersehe das. Ihr habt doch zu graben. Aber es ist außerhalb des editierten Bereichs. Shit, ich vergesse das jedes Mal. Jetzt hat er aber. Füllt die Lines wieder auf. Wir müssen die ganze Mine ausheben. So, wie schaut es währenddessen hier hinten aus? Standort erkundet. Das Schiff hat eine Ölbohrinsel entdeckt. Alter, in Ernst? Reparatur beginnen. Ey, sie war echt halt hinter. Ich hab das aus Joke gesagt und sie ist halt echt dahinter. Ist doch voll die Verarsche. Jetzt müssen wir langsam wieder schauen, dass wir mit dem Eisen hinterherkommen. Stufe 3 brauchen wir eh gerade nicht. Dann schalten wir hier einmal die Weiterleitung aus. Wie schaut es hier mit der Eisen? Ja, das Eisenlager füllt sich wieder schön. So ist es gut. Ach, schön, wir haben wieder volle Einwohner. Nicht gut. Der Eisen ist jetzt halt jetzt mega im Wandel. Wir haben genug Brot auf jeden Fall im Lager. Das ist noch besser. Und die sind... Oh, sie sind durch. Okay, wenn sie durch sind, müssen sie natürlich... Müssen die Layer wissen. Wir müssen quasi die ganze Oberfläche hier... einmal planieren. Wir müssen alles hier anpassen. Damit man hier gescheit durchfahren kann am Ende. Und dann noch einen Weg hier lang.
Eieieiei, jetzt wird spannend. Jetzt wird richtig nochmal vorbereitet. Jetzt müssen sie die Straße ausheben, sozusagen. Aber jetzt haben sie auch wieder genug zum Schütten. Wie schaut's hier aus? Ja, ein bisschen was haben sie schon geschüttet. Ein bisschen was ist schon dazugekommen. Langsam wird's auch. Jetzt kann die Stufe 2 ja auch ordentlich nochmal nachlegen. Ich überlege gerade, ob ich die noch upgrade einfach. Ach komm, mach mal jetzt schnell. Why not? Why not? Wir können es ja, dann ist die Produktion wenigstens komplett auf Stufe 3 schon. Dann läuft das Ganze auf Vollleistung. Dann könnte es sich vielleicht sogar mal staunen. Stellt euch das vor. Was ist jetzt passiert? Abrupter Stromausfall? Was ist mit der Kohle los? No, das ist gar nicht gut. Schnell, Leute, was macht denn ihr für Schwahnsinn? Seid ihr denn komplett bekloppt? So steht quasi alles. Ist halt der Unterschied, das ist halt eine Massenproduktion mittlerweile, ne? Die tut Kohle in Massen hier ausliefern. Jetzt hoffen wir mal, dass dann... Wir waren auf so einem guten Weg und jetzt habe ich total vergessen, dass ich das Ding anschmeißen muss. Scheiße. Bin ich froh, wenn wir das andere System haben mit Dampf. Weil das kümmert sich dann wieder um sich selber. Problem ist, so kriegen wir auch kein Öl und kein Benzin mehr. Wir haben zwar genug mittlerweile auf Lager, aber es ist halt trotzdem nicht der Weg, wie es sein sollte. So, jetzt schmeißen sich langsam die ersten Turbinen wieder an, hoffe ich mal. Sollte sich langsam so das Lager oder das System vollpumpen wieder mit Sachen. Ja, shit. Aber Leute, huch, ich habe die Zeit übersehen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.